All right, guys, today we're going to be reacting to how Germany changed place forever. Okay, how did Germany change things forever? Or how Germany changed itself forever? Well, there's a couple events that make a change, however. What if those events never happened? Have you guys thought about that? I don't think so, but that's why we are here, to see if you guys can just, you know, help me out with that. We're gonna react to this, and hey, today we are with the little thingy again. Ulysses is helping me with this reaction. Make sure you go to my Discord. You know, we have a small community there. We like to, you know, say things left and right. But you know, if you want to leave some reaction ideas, just put them in my Discord. I'm gonna follow up. So that's gonna be in the comment section or in the description down below. Let's jump in. 2023 in Deutschland oder im Internet. Wir befinden uns mitten in einer Hitzewelle, die das Betreiben eines Gaming-PCs im eigenen Zimmer zu einer Lebensgefahr macht. Die größte Sensation in der digitalen Welt. By the way, I'm just gonna read this subtitle, but I don't even know this is very accurate, but I'm just saying. Ist das fortlaufende sich selbst auseinandernehmen der Plattform Twitter und in den Tiefen einiger Foren machen sich immer noch Leute über irgend so ein U-Boot lustig. Und inmitten einer lethargischen Gesamtstimmung quillte aus dem Nichts zwischen Wassereis und Vogelgezwitscher auf Reddit dieser Post hier hervor. Ein Video mit der Überschrift Better Late Than Never. r/place. Ein Datum, der 20. Juli, morgen. Und plötzlich ging es alles wieder los. Nicht mal zwei Jahre zuvor hatte man bereits tausende Deutsche versammelt, um in der 2022er Version von r/place alle 5 Minuten einen Pixel für die schwarz-rot-goldene Flagge zu setzen. Und auch diesmal sollte es... What in the name of God? You have even a Zelda Triforce there. What is that, man? Nicht anders sein. In ganz Deutschland läutete man die Alarmglocken. Subreddits, Twitter-Communities und Streamer wurden mobilisiert, um sich vorzubereiten. Doch dass dieses Jahr alles etwas anders werden sollte, ausgelöst durch eben genau diese Reaktion, konnte noch niemand ahnen. 24 Stunden nach diesem Announcement folgte fast eine ganze Woche, bis oben hin gefüllt mit immensen Emotionen, Zusammenhalt und Zertrennung, Geschichten, die im Vergleich zum letzten Jahr untergingen und Geschichten, die sich für immer im Internet verewigen werden. Und das hier ist meine Nacherzählung dieser 6 epischen Tage. Dies ist die Geschichte davon, wie Deutschland r/place für immer verändert. I did not know you could just read German or speak German this fast. This is fast. Auch hier wieder ein Disclaimer. Wenn ihr mit r/place an sich nichts anfangen könnt, empfiehlt es sich sehr, zuerst dieses Video anzugucken. Link ist oben rechts. Einfach draufklicken und danach zurückkommen, dann versteht ihr deutlich mehr. Und auch hier gilt dasselbe Prinzip vom letzten Jahr. Bitte verwechselt eventbezogene Rhetorik nicht mit Kriegsverherrlichung oder Geschichtsverzerrung. Okay. Um nachvollziehen zu können, warum genau Deutschland r/place verändern würde, müssen wir in den 24 Stunden vor dem Start beginnen. Wie auch letztes Jahr gab es für alle Aktionen, die die deutsche Community betrafen, eine Zentrale, den Subreddit r/place.de und den dazugehörigen Discord. Und während sich letztes Jahr auf dem Discord noch 17.000 Nutzer am Ende des Events zusammengefunden hatten, kamen dieses Jahr in den 24 Stunden nach dem Announcement allein 40.000 neue Nutzer dazu, die sich innerhalb von wenigen Stunden... besser organisierten als ganze Regierung. Noch vor dem Start kursierten bereits Reddit-Posts der Deutschen auf r/place, wie sie sich in der Kommandozentrale, einem Voice-Channel, mit Tausenden versammelten und die Kommentare wurden schnell zu einer Mischung aus ach, die Deutschen wieder und wie zur Hölle soll man so auch gegen sie gewinnen. Auch plant man bereits, wo die Staatsgebiete auf dem noch nicht mal sichtbaren Canvas einzurichten waren. Gemeinsam mit den neuen, jetzt schon organisierten Verbündeten, bestehend aus den Niederlanden und der Nordics-Fraktion, also Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island. Gemeinsam mit dieser küsteneuropäischen Mega-Allianz wartete man nun also geduldig auf den Start. Und am 20. Juli um 15 Uhr war es endlich soweit. Und diesen Moment kann man nur richtig verstehen, wenn man dabei war. Von daher zeige ich euch an dieser Stelle gerne wieder, wie wir live im Stream auf Twitch genau diese Sekunden erlebten. Damen und Herren! Wir haben uns hier versammelt. Ein neues Jahr, eine neue Aufgabe. 2021 haben wir uns alle versammelt, um etwas Großartiges zu schaffen. Und dieses Jahr sind wir zurück. Wir sind alle zurück, um die Farben Schwarz, Rot und Gold quer über den gesamten Canvas zu ballern. Rechts angefangen, nach links rübergezogen. Damn, man. This is a little bit of the geeky side of Germany. Okay. Okay. This is oof. I don't know, folks. Und wenn er erweitert wird, machen wir weiter. Und wenn es neue Sachen gibt, werden wir einen Weg finden, die deutsche Flagge da drauf zu knallen. Es ist egal wie, wir finden einen Weg. Und wir werden wieder diejenigen sein, wo die amerikanischen Streamer drauf gucken, wo das Subreddit am Ende drauf guckt. Und sie sagen, was zur Hölle ist falsch mit euch? 5, 4, 3, 2, 1.
Rein! Oh, es lädt! Platziere deinen Pixel! Los geht es! Wo sieht man Koordinaten? Also ich meine, hier sammelt sich schon gelb, das ist gut. Das ist der Plan. 90 bis 109 gelb. Aber warte mal, die Koordinaten sind doch das. Egal, ich mache meinen gelben Pixel hier rein. Wir haben definitiv ein Koordinationsproblem. Oh mein Gott, wie schnell! Wie schnell aber! Der ganze Canvas ist noch fucking weiß. Bro, that is so cool. So basically they all gather and they start making like a collage. That's what it is. That is cool, man. Und da oben geht schon wieder nur deutsche Farben durch. Warum ist da oben schwarz-rot-gold? Okay, aber ein Canvas, 5 Minuten Time. Es ist nichts anders. Und so ging es los. Die deutsche Flagge rollte mit Tempomat auf 210 über die Leinwand und machte keine Anstalten, dabei langsamer zu werden. Die linke und rechte Seite waren zu Beginn etwas asymmetrisch, aber das löste man mit Blinker links und Lichthupe recht schnell. Und die fertige Flagge stand innerhalb von 30 Minuten, noch bevor irgendeine andere Fraktion etwas Vergleichbares zustande bringen konnte, bereits fertig da. Die Organisation und Planung der letzten 24 Stunden trug direkt Früchte und das, was viele erwarteten oder befürchteten, je nachdem aus welchem Land man halt kam, wurde bereits zum Teil Wirklichkeit. Deutschland war aber nicht komplett alleine mit ihrer blitzschnellen Herangehensweise, denn auf dem Rest der Leinwand spielte sich ebenfalls Spannendes ab. Frankreich zum Beispiel, das im 2022er Place vor allem zum Ende hin extrem an Stärke gewann, erschien am linken Bildschirmrand mit augenscheinlich ebenfalls massiven Plänen. Auch eine Ukraine-Flagge spawnte inmitten des Chaos erneut und zog sich in die Breite, wenn auch etwas in Konfrontation mit einem der zwei Voids, eine schwarze Ansammlung von Pixeln, deren einzige Aufgabe es ist, zu zerstören, was sich ihnen in den Weg legt. Nördlich der deutschen Flagge fanden sich auch wie geplant die Niederländer wieder, die man in der deutschen Community bei der Errichtung ihrer Flagge und der orangenen Verwechslungsgefahrregion tatkräftig unterstützte. Ebenso ging es mit den Nordics los, die ganz konträr zu ihrem Echtwelt. Now my question is, why people do this? Why? What's the reason what they doing this? Is that a way of just showing off a little bit? Of just trying to express what you guys feel about things? Auftreten etwas Startschwierigkeiten hatten. Als die deutsche Flagge stand, trat auch dort der vorher schon geschlossene Bündnisfall ein und nach offiziellem Call wurden die Flaggen gemeinsam in alle Himmelsrichtungen erweitert. Doch vor allem erschien eines quer über den Canvas verteilt, Schriftzüge, die die Worte Fuck Spaz beinhalteten und das muss man einmal erklären, denn es ist für diese Ausgabe von Ask/Plays ziemlich wichtig. Spaz ist der Nutzername des CEOs von Reddit, Steve Huffman, und dieser hat vor kurzem den API-Zugriff auf Reddits Daten kostenpflichtig gemacht und dann... Oh, I did not know that, man. That is, so when it comes down to sharing IP's address, I'm so against that. Especially his username Reddit CEO, Steve Huffman, who recently made an API access to Reddit data charger. Huffman, and dieser hat vor... I mean, bro. Some of these folks, man, there's... Nobody can have something good because they'll mess it up. Kurzem den API-Zugriff auf Reddits Daten kostenpflichtig gemacht und damit viele, teilweise besonders bei Vollzeit-Reddit-Nutzern, sehr beliebte Third-Party-Apps getötet. Das kam alles andere als gut bei der Community an und so kam es vor einigen Monaten auch zu dem sogenannten Blackout, wo zahllose Subreddits in Protest zeitweise oder auch gänzlich den Zugang für alle sperrten, damit Nutzerzahlen und Werbeeinnahmen sinken, um ein Zeichen zu setzen. Viele vermuteten, dass Reddit r/plays auch genau deswegen zu diesem unüblichen Datum nach nur einem Jahr mitten im Juli, anstatt wie sonst am 1. April zurückbrachte, als ein Versuch, um sich bei der Community zu entschuldigen und um sie zu besänftigen. Nun, dieser Ansatz ging mehr nach hinten los als ein E-Auto im Rückwärtsgang, denn diese ganzen Schriftzüge werden weder die letzten noch die prominentesten sein, die wir in diesem Video noch zu sehen bekommen. Jetzt wisst ihr aber auf jeden Fall, was sie bedeuten. Doch kommen wir zurück zur deutschen Flagge. Vielleicht ist es euch in den Clips zu Herrn Hyperkapitalismus schon aufgefallen, mitten zwischen den kleinen Communities und schwarzen Pixelansammlungen bildete oder Gruppierung hinter sich hatte oder in irgendeiner Art und Weise einen konkreten Plan zu haben schien und trotzdem demonstrierte sie unfreiwillig etwas, das den Rest des gesamten r/Place-Events 2023 für Deutschland komplett neu definieren sollte. Das Void wich hier aus. Junge, guck mal, selbst die kleine Deutschlandflagge wird geskippt vom Void. Warte, Moment. Das Void skippt die kleine Deutschlandflagge? Haben die Angst? Sogar vor denen? Einfach so Grundrespekt aus dem letzten Jahr, oder was? Oh mein Gott. Das Void, das keine Ausnahme macht, das einfach alles schwarz macht, hat Respekt vor der kleinen Deutschlandflagge. Oh mein Gott. Das ist ja lächerlich. Diese Umstände ließen eigentlich nur eines vermuten. Nach dem letzten Jahr und nach allem, was die Deutschen in den letzten 24 Stunden schon fabrizierten, hatte man schlichtweg Angst vor den schwarz-rot-goldenen Pixeln. Überlagern bringt eh nichts, sie holen es sich eh zurück und wenn wir Pech haben... Why be afraid of that? I don't get it. This is way too geeky to me, man. I'm trying to really understand what's going on here and I'm kind of lost here. So basically, this was a collage of everybody, every country, but some of them were just... become allies during these collage, that's what it is.
I'm telling you, I'm kind of confused for them. I'm not gonna lie. Haben, holen sie sich noch mehr. Und diese Mentalität, diese Mischung aus Angst und Respekt in den Köpfen der anderen Pixler sorgte dafür, dass auch die eigentliche Flagge der Deutschen komplett in Ruhe gelassen wurde. Und das war ein Umstand, den man selbstverständlich so gut wie möglich zum eigenen Vorteil nutzte. Und nachdem die harte Arbeit der Errichtung der eigenen Flagge und 5 anderer Flaggen erstmal abgeschlossen war, entschied man sich, wie all die Jahre zuvor auch, das zu machen, was nach so viel Arbeit nur sinnvoll ist, wieder mal mehr Arbeit. Es ging also an die traditionelle Dekoration der Flagge. Direkt zu Beginn setzte man auch mit der deutschen Community ein Zeichen gegen Steve, das Kapitalistenschwein, und gleichzeitig ließ man auch im übertragenen Sinne das wohl ikonischste Dekorationselement der Deutschlandflagge 2022 wiederkehren. Es folgte ein Getränk, von dessen Namen ich erwartet hatte, dass es deutlich öfter in Trollversuche der Spes-Schriftzüge involviert sein würde, als auch ein Ortifant, der nach reichlicher Überlegung und erst einigem Widerstand im Discord, weil man sich in Deutschland gerne aus Prinzip gegen neue Sachen wehrt, eine Skibrille in Anlehnung an Ottos und Chiagos Kooperation in einem zu diesem Zeitpunkt reichlich viral gehendem Lied über Jungs aus Friesland aufgesetzt bekam, als auch eine Genehmigung erhielt, sich genüsslich ein paar Schlücke Spezi schmecken zu lassen. In gesetzestreuer Manier wurde anschließend Grundgesetz Artikel 1 in aktuell gesellschaftlich relevanten Sprachen in die Nähe gedruckt und Jules erhielt für sein Video zu dem Place-Phänomen sein Pikachu auf der Flagge nicht viel später gejoint von einer Mango repräsentativ für meine Version, für die ich immer noch mega dankbar bin an die deutsche Community. Verteilt auf der Flagge entstanden noch einige andere Artworks nach und nach, bis ein Großteil bereits mit Motiven gedeckt war. So you're putting as much of part of your culture, well, so in this case they're putting as much German stuff that as they can to just take over. That's what it looks like. In dieser Anfangsphase lief die Kommunikation auf Hochtouren und Schnelligkeit wurde für gewöhnlich über Präzision priorisiert, sodass einige Artworks noch ausbaufähig, aber immerhin erstmal zu sehen waren. Aber vor allem passierte rund um die deutsche Flagge eines. Gar nichts. Dazu trug unter anderem auch die Existenz der demilitarisierten Zone bei. Das war dieser gelbe Streifen unter der deutschen Flagge, der ursprünglich aus falsch gesetzten Pixeln für die Flagge selbst entstand. Denn als man sich organisierte, wurde der untere gelbe Bereich eigentlich abandoned, doch ein Haufen deutscher Pixler setzte den Streifen anscheinend trotz bereits fertig darüber hängender Deutschlandflagge fort. Und da man nicht wirklich wusste, was damit zu tun war, umrandete man den Streifen einfach schwarz und benutzte ihn erstmal als eine Art Pufferzone, unter der auch andere starke Parteien wie Frankreich stoppten. Die DMZ fütterte die Theorie, welche die Situation zwischen dem Void und der kleinen Deutschlandflagge schon vermuten ließ, weiter. So ganz erklärt das aber immer noch nicht, warum nicht mal jemand vielleicht Unwissendes versuchte, an irgendeinem Ende der Flagge anzugreifen. Naja, und das lag vermutlich daran, dass es bei dem, was die Deutschen auch außerhalb des Canvas trieben, schwer war, nichts mitzubekommen. Denn was Planung und Bürokratie anging, haben die Deutschen es auch während alles schon lief für die Verhältnisse des Events mal wieder komplett übertrieben. Fast 80.000 Bilder, die mitarbeiteten, 41.000 davon aktiv bei der Nachtwache dabei, im absoluten Peak saßen 6.500 Leute gleichzeitig in einem Voice-Call, wodurch Discords Infrastruktur... Hey bro, you... Okay. I might have to do a part of this, because this is way too long, man. But this is crazy, man. Oh, the Germans are out there, man. They're doing their own stuff. That's crazy. A lot of... I'm guessing that was like a... Some of you guys have to explain this to me in the comment section below, because I'm like, woohoo. I cannot even understand what's going on there. But you guys can explain to me, and that way I can understand it. But this looked like a lot of fun, like a little geek to for my taste. But again, it's a side of Germany that I didn't know even existed. But then you guys went all the way out there, based on that little collage that I saw. Huh. Let me know what you guys see in the comment section below. I will see you in the next one.